Ha, Nierle, heute mal ein Linktipp eines Zuschauers. Sehr gut mitgelesen, vielleicht. Nett. Internationale Liga für Menschenrechte initiiert Strafanzeige gegen Geheimdienste und Bundesregierung wegen geheimdienstlicher Massenüberwachung und Ausforschung durch NSA und Co. Das kann man sich dann auch mal runterladen, kann man sich auch mal durchlesen. Also die 59 Seiten sind äußerst interessant zu lesen. Würde ich euch mal empfehlen, mal zu lesen. Ja, in dem Zuge habe ich mich gefragt, sind die Deutschen noch ganz normal, ne? Sind die noch so ganz normal? Da gab's doch, ne? Da gab's doch letztens mal, da ist doch einer, ne? Da ist doch mal einer bei diesem Dagger Center vorbeigefahren. Das ist gar nicht so weit weg hier. Und dann sofort kam die deutsche Polizei gerannt, ne? Nur weil er gesagt hat, da will ich mal spazieren gehen und da können wir mal vielleicht uns mal treffen. Und da waren die sofort da, ne? Aber nicht die, ne? Die deutsche Polizei musste hin. Sofort, ne? Und der war sofort in Bredouille, ne? Das steht auch im hessischen Gesetz, dass man da nicht aufrufen darf zu irgendwas, ne? Wunderbar, ne? Also, die Amis, die hier gar nicht wohnen, die sagen, och, da ist einer gegen uns, da fährt da gleich die deutsche Polizei hin. Das fand ich schon mal ganz toll, ne? Das fand ich schon mal ganz pfiffig. Aber umgedreht, ne? Umgedreht jetzt. Wir wissen ja, ne? Wir werden ausspioniert. Da fährt jetzt keiner hin und guckt mal danach und von den deutschen Polizisten zumindest keiner. Ne? Und guckt mal nach, was die so auf den Servern haben oder so. Ne? Vor allen Dingen, wenn man mal genauer liest, ne, geht man hier in dieser Strafanzeige davon aus, dass da umfangreiches Material einfach so rübergeschoben worden ist. Und man erwähnt zum Beispiel irgendwelches Bildmaterial oder privates Bereich oder wie auch immer und wer da alles so mitmacht, ne? Da sind wir alle mit drin, ne? Dass ich da nicht noch mit drin stehe, das ist schon alles. Gehen wir mal, wegen was? Wegen was, ne? Ja, sind wegen, ne? Verletzung Privatgeheimnisse und Firmengeheimnisse. Es geht irgendwie im Prinzip genommen darum, ja, Daten sind da jede Menge und unkoordiniert und unkontrolliert darüber geschoben worden, ne? Und da sind natürlich dann auch Bilder mit dabei. Und private Bilder, ne, aus dem privaten intimen Bereich, ne, und das intim heißt nicht, dass das im Schlafzimmer ist, sondern überhaupt hier in meiner Bude darf keiner rumfilmen. Und das wird alles rübergeschickt, ne, und wird alles rübergeschickt, ne, und ungelesen quasi und erstmal da dann ausgewertet, ne. Da frage ich mich, ne, es langt doch immer so ein Anfangsverdacht, ne. Was ist denn das Kernthema immer, wenn einer sagt, ja, das muss aber alles sein, ne? Das gibt ja auch schlimme Menschen, ne, so wie mich zum Beispiel oder wie auch immer. Und es gibt so Kinderpornografie, ne? Da sagt man immer, ja, da reicht schon der Anfangsverdacht, ne? Wenn die also massenhaft Daten sammeln und ein bestimmter Prozentsatz Kinderpornografie ist, dann müsste da jetzt sofort einer aufstehen von den Polizisten, sofort mal dahin, ne? Aber das tun die nicht. Ne? Er steht auch hier nicht drin, ne? Da weiß ich nicht. Schall und Rauch, ne? Warum geht die da hin? Ich glaube, es ist ein bisschen viel. Ne? Insgesamt Vereinigten Staaten, ja, Wohneinheiten in Deutschland. In Deutschland, ne? 53.870 Hektar, kann man bei Wikipedia mal zu, und da zahlen wir auch noch Geld dafür, dass die da sind, ne? Dafür, dass die dann hier auch noch so sind, ne? Uns ausspionieren, das ist ja wunderbar. Ja, 53.000, was ist ein Hektar? Hektar sind 10.000 Quadratmeter, mal, ne? Jetzt könnt ihr multiplizieren, mal das. Und da sollen die jetzt mal eben hin und durchsuchen und Anfangsverdacht, ne? Ja, wird ein bisschen schwierig, ne? Und wir zahlen auch noch Geld dafür, ne? Dass die da so, ja, wunderbar, ne? Gut, wer den Krieg gewinnt, der schreibt natürlich auch die Gesetze. Und ja, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen nicht so wirklich optimistisch, dass das was bringt. Also fairer wäre es eigentlich von den Amerikanern, ne? Fairer wäre es doch von den Amerikanern, einfach mal die deutsche Fahne vom Bundestag runter, deren hoch. Und das wäre irgendwie realistischer, oder? Oder machen wir das Internet generell vielleicht mal so, dass man da so alle Dateien persönliche sieht im Internet, ne? Verschlüsselung ganz weg, ne? Das wäre wenigstens Fairplay für alle, ne? Gut, ne? Oder wie gesagt, die amerikanische Fahne auf dem Bundestag. Und da hätten wir wenigstens so ein bisschen Schutz, ne? Zumindest wären wir dann unter dem Schutz ja, der amerikanischen Privatbürger, ne? Also die Amis dürfen sich ja gegenseitig nicht ausspionieren, ne? Ja, zumindest offiziell nicht.
Ja, also wenn jetzt der NSA hergeht und spioniert einen von den eigenen Leuten aus, dann hat er ein Problem, ne? Dann muss er sich an die eigenen Gesetze halten. Deshalb wäre es vielleicht gar nicht schlecht, ne? Amerikanische Flagge bei uns und wir sind jetzt alle Amis, ne? Kostet der Sprit auch noch 50 Cent? Wunderbar, ne? Wäre ich jetzt dafür. Oder wir machen das Internet so, dass jeder meine Dateien sowieso lesen kann, dass gar nichts mehr verschlüsselt ist, dann können wir uns alle gegenseitig ausspionieren. Das wäre wenigstens Fair Play, das wäre eine andere Lösung, ne? Gut. Oder man fordert die USA zur Reparationszahlung auf. Das kriegen wir ja vielleicht dann auch noch. Gut, haben wir ja auch bezahlt, ne? Gut. Wenn man Mist baut, muss man Geld bezahlen. Über 50 Jahre oder wie auch immer. Ja. Reparationszahlung, ne? Das Internet beschädigt, ja. Gut, in diesem Sinne, also, ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier darstellen soll. Also, ich bin sprachlos, ne? Sprachlos. Der Umfang ist sprachlos. Und die machen sich einen Spaß drauf, ne? Die sagen so, ja, Deutschland, das sind ja gar nicht unsere Freunde, das sind unsere Partner. Und der Partner, NATO-Grün, passt. Prima. Also mir fällt schon gar nichts mehr. Also ihr macht euch eure eigenen Gedanken, ihr guckt mal durch, ne? Wie gesagt, ich lasse jetzt mal das ungeschriebene Blatt. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken, bloß nicht demonstrieren, ne? Da kommt sofort die deutsche Polizei, damit ihr ja nicht dahin geht, wo sich die deutsche Polizei sowieso nicht hintraut, ne? Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen. Bin sprachlos und tschüss.